So, und jetzt begrüßt bitte Rainer, ein Informatiker, ein Philosoph, der mit uns darüber reden wird, was die Informatik nicht kann. Ja, herzlichen Dank für diese knappe, konzise Einführung. Genau, ich will heute sprechen über die göttliche Informatik. Man kann das Göttliche natürlich auch an Gänsefüßchen stellen. Das ist so ein bisschen ein Experiment, wo ich so ein paar Sachen mal zusammenbringen will. Wenn ihr nach dem Talk rausgeht und sagt, die eine Hälfte wusste ich schon und bei der anderen Hälfte war alles komplett falsch, aber diesen einen Gedanken, den fand ich spannend, dann habe ich meine Mission heute erfüllt. Werden wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich finde es immer ganz wichtig zu wissen, wenn man jemanden hat, der da vorne steht, zu wissen, aus welcher Position er spricht, besonders weil wir im politischen und sozialethischen sind. Da kann man ja quasi immer nicht ganz neutral sprechen. Ich habe selber Philosophie und Informatik an der Humboldt-Uni studiert, war am Lehrstuhl für Informatik und Gesellschaft, lehre jetzt auch Datenschutz, Datensicherheit, Informatik und Gesellschaft. In der Praxis mache ich IT-Sicherheit, Datenschutz und Linux, bin auch aktiv im Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung in der Gesellschaft für Informatik und bei Amnesty International. Das so als vorneweg Disclaimer. Ich spreche aber jetzt quasi für niemanden da. Selber, ich habe halt Philosophie studiert, habe so ein bisschen Philosophie der Wissenschaft gemacht, Sprachphilosophie, Philosophy of Mind, habe mich dann in die politische Philosophie begeben, habe dann mich mit Informatik beschäftigt, habe gemerkt, ach, sehr interessant, da gibt es ganz schön viele Überschneidungen habe jetzt einfach mal das Zitat, was hier auch am Eingang des Saals steht, rangeworfen: Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes. Das heißt, der Computer ist an der Stelle eben ein Werkzeug, um Dinge zu tun, und dieses Werkzeug hat bestimmte Eigenschaften. Und diese Eigenschaften sorgen dafür, dass man es auf bestimmte Arten verwenden kann und auf andere Arten wiederum nicht. Ich will mal auch noch darauf hinweisen, dass insbesondere Ada Lovelace im 18. Jahrhundert, kann man so einordnen, Charles Babbage, die Difference Engine, beim Übersetzen einer mathematischen Maschine an der Stelle schon überlegt hat, na, wenn wir mit mathematischen Konstruktionen irgendwie Objekte aus der Realwelt darstellen könnten, dann könnte man ja auch, wenn die Maschine mathematisch auf diesen Zahlen rechnet, könnte man ja auch irgendwie Objekte verarbeiten, inhaltlicher Art. Also es war meine eigene Literaturrecherche her so eins der ersten Überlegungen, wie man quasi mit Computern nicht nur rechnen, sondern auch Sachverhalte irgendwie bearbeiten kann. Meine aktuelle Ausgangslage ist, dass die Informatik für Wünsche und Sehnsüchte nach einfachen Lösungen gerade herhalten muss. Und ich als Informatiker bin da so ein bisschen kritisch, welche Wünsche da herangetragen werden und auch welche Kolleginnen und Kollegen aus meiner Zunft auch aktiv daran mitarbeiten, diese Wünsche aufrechtzuerhalten. Man kann auch noch sagen, bei der göttlichen Informatik ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber die Mathematik und die Physik und die Biologie, die haben das alles schon durch, was die Informatik gerade so durlebt. Gerade in der Physik erinnert sich vielleicht der eine und die andere so an Bildern, so wo gerade das nukleare Zeitalter ausgerufen wurde und selbst der Herd in der Küche wurde mit kleinen Nuklearreaktoren betrieben und sozusagen, das war so ein bisschen die Idee, sozusagen, da war dann alles nuklear und das Nukleare war sozusagen die Lösung für alle Probleme. Jetzt sprechen wir eben über das Internet, künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter. Ich habe das mal als Informatik so ein bisschen zusammengefasst. Der Vortrag soll bestimmte Denkweisen explizieren. Wie gesagt, wenn ihr sozusagen protestiert, dann protestiert. Also ich würde ungern mit sozusagen brennenden Holzscheiten aus dem Haus gejagt werden. Wir können den Diskurs suchen und ich würde auch gerne so ein paar alternative Denkweisen aufzeigen. Wie gesagt, vielleicht ist die Hälfte von euch da sowieso schon mit dabei. Mein Ziel ist es, ein bisschen in dem Thema zu navigieren, zumindest so wie ich sehe. Wir gucken uns erstmal kurz im Sauseschritt die Informatik an, dann reden wir kurz über Weltkonzepte und Menschenbilder. Dann gibt es einen kleinen Exkurs über das Wirtschaften, dann rede ich über unheilige Allianzen.
Und dann die Rolle, die die Politik spielen kann oder soll. Und dann noch eine Literatur, ein paar Literaturhinweise für das weitere Interesse an dem Thema. Also die Informatik, naja, also die Grundlage der Informatik ist ja irgendwie der Computer, also die universelle Maschine, jetzt nicht das Gerät, sondern ne, so man könnte jetzt sagen irgendwie die Turing-Maschine, universell in der Hinsicht, dass sie andere Maschinen imitieren kann und dadurch Dinge ausführen kann. Man formuliert dann irgendwie Anforderungen und schreibt dann Software, zum Beispiel in Form von Algorithmen oder Heuristiken, um dann diese Anforderungen umzusetzen. Das Spannende bei der Informatik ist, dass sie als Wissenschaft dann, wenn sie das alles gebaut hat, ihre eigenen Produkte untersucht und sagt, ach, was, wie reagiert die denn so? Ist ja interessant, wir machen jetzt hier Netzwerkmessungen und wie skaliert denn das und so weiter. Als ne, also Blackbox-Testing, Whitebox-Testing, als wüsste man gar nicht, was man da gebaut hat, weil man es tatsächlich eben nicht weiß oder wissen kann. Das heißt, an der Stelle ist es eine interessante Mischwissenschaft, die gleichzeitig Wissen und eben auch Produkte produziert. Und es ist eben auch ein Teil der Informatik, die eigenen Grundlagen zu reflektieren, was ja allgemein bei Wissenschaften Theorie genannt wird. Da fällt einem erstmal so die theoretische Informatik ein, wo es dann so um Komplexitätstheorie geht, Effizienz, Speicherverbrauch, so Geschichten, Datenstrukturen, Eigenschaften und sowas, Berechenbarkeitsmodelle, also was ist berechenbar, wie, welche Art von Aussagen kann man über Programme treffen, kann man nicht, also oder welche kann man nicht treffen, hält ein Programm oder kann man Widerspruchsfreiheit beweisen, so das gehört alles dazu. Aber man kann genauso bei dem theoretischen Aspekt gehören eben die gesellschaftlichen Konsequenzen vom Computereinsatz mit dazu. Das nennt sich dann Informatik und Gesellschaft. Es ist immer innerhalb der Informatik so ein bisschen der, so in der Informatikfamilie der Freak, der so quasi die schlauen Bücher liest und immer rummäkelt, so macht doch mal Datenbanken nicht dafür und dafür aber schon und beschränkt euch mal und denkt mal über eure Konsequenzen nach. Aber so ist das halt. Und das Versprechen der Informatik ist allgemein, ich werfe das jetzt mal so in den Raum, ordentlich modellierte Probleme können informatisch bearbeitet werden und mit besserer Soft oder Hardware verbessern sich dann eben die Ergebnisse damit. Der Informatik, so als. Und die Produkte, also was dann zum Schluss sozusagen neben dem Wissen, ich lasse jetzt mal sozusagen diesen wissenschaftlichen Aspekt so ein bisschen weg, naja, so halb. Sind eben Werkzeuge für alle möglichen Anwendungen, ist jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen. Sowas wie von Bildbearbeitung bis hin zu AlphaGo, das sozusagen würde ich da alles mit reinberechnen. Von globalen Datennetzen und autonomen Fahrzeugen bis hin zu Facebook-Bots und sozusagen die Grundlage für Social Scoring, worüber wir heute auch schon gehört haben, wer dabei mit dabei war. Und Klimasimulation genauso wie Abgasmessungen. Es hat miteinander zu tun und manche sind ungenauer als andere, aber das ist so sozusagen die Bandbreite. Und die aktuellen Verfahren, worüber ich heute so ein bisschen sprechen möchte, eher untechnisch, ist sowas wie künstliche Intelligenz, Machine Learning und gerade sowas wie Trustless Databases, Blockchain, wo ja die Überlegung ist, kann man das irgendwie für Voting, Cryptocurrency, Smart Contracts und so weiter einsetzen. Die Fragen im Vortrag, die ich so ein bisschen behandeln will, sind sozusagen die Modelle, die die Informatik verwendet, um dann ihre Werkzeuge darauf anzuwenden. Das heißt, was wird da wie modelliert und was sind aber auch die Grenzen der Modellierung? Was an der Stelle, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn die Informatik auf diesen mathematischen Modellen arbeitet, dann eben auch die Grenzen der Informatik darstellt. Und eine weitere Frage sind eben die Anwendungen und ihre Folgen, weil gerade bei informatischen Werkzeugen findet ja eine De- und Rekontextualisierung statt. Das heißt, man hat ja, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel ein Stück Software oder ein informationstechnisches System. Das hat irgendwelche Eingaben und irgendwelche Ausgaben. Und das kann man natürlich, je nachdem, man kann natürlich in einem Handy irgendwie in einem Club sich zusammen telefonieren, wie man einen Vortrag aufnehmen kann, wie man damit auch irgendwie zum Beispiel in einem Sprint die Zeit nehmen kann und sozusagen in ganz verschiedenen Kontexten verwenden. Allerdings sind die Verwendungszusammenhänge da sehr, sehr wichtig. Das heißt also, nur mal als Beispiel, polizeiliche Datenbanken,
sind ja sozusagen exemplarische Schlaglichter. Es gab in Deutschland mal zum Beispiel die politisch motivierte Straftäterdatei Links, wo unser damaliger Bundesdatenschutzbeauftragter Peter Schaar draufgeschaut hat. Und dann 90% der dort erfassten quasi linken Gefährder gelöscht werden mussten, weil verschiedene Leute, die die Datenbanken befüllt haben, verschiedene Kontexte damit verbunden haben. Die einen meinten, Sicherheitsbehörden, ja, wenn das irgendwie, wenn die gegen Atomkraft demonstrieren, dann sind das schon Gefährder, und andere Behörden haben sozusagen andere Limits angelegt. Und in dem Moment war dann diese Datenbanken selber durch die verschiedenen Kontexte, wie sie verwendet worden sind, dann im Endeffekt nutzlos, weil niemand wusste, aus welchem Grund jemand anderes das befüllt hat. Beispiel Judenregister in Holland ist, ne, gerade als Verwendungszusammenhänge, Jahrzehnte wurde damals sehr genau Volkszählungen durchgeführt, und als dann die Nazis kamen, haben sie gesagt, ja, schön, dass ihr es so mal vorbereitet habt. Das war eine Rekontextualisierung dieser Daten, die auf alle Fälle nicht so vorgesehen war, aber die auf alle Fälle so dann verwendet worden ist. Lustige Geschichte. SAP-Einführungen, also sagt man ja immer irgendwie, wenn SAP eingeführt wird, dann werden da drei Informatikleute hingeschickt, die das installieren, und dann kommen 30 Beraterinnen und Berater, die dann das Unternehmen so umstrukturieren, dass es auf die Software passt. Das ist so ein bisschen, ne, also so von wegen Re- und Dekontextualisierung. Und danach sagt man, hey, ist doch ein super System, passt genau zu unserer Firma. Genau, also ist die Frage so ein bisschen, wie wird modelliert, für welche Verwendungen werden so eine Systeme gedacht und was für Eigenschaften haben die? Jetzt kommen wir zum Punkt 2, Weltkonzepte und Menschenbilder. Ich habe ja am Anfang gesagt, die Informatik arbeitet auf Modellen. Aber Modelle sind so irgendwie, bilden so Sachverhalte ab, sind irgendwie vereinfachte Versionen davon, sodass dann ein Computer damit arbeiten kann. Und da haben wir im Groben auf einer ganz abstrakten Sicht zwei Probleme. Einerseits die mathematische Modellierung von bestimmten Sachverhalten. Das heißt also zum Beispiel, wie kriegt man aus einem Bild dann die Pixelwerte, wie kriegt man aus Tonwellen irgendwie mit einer Abtastung, dann haben wir irgendwie Shannons Abtasttheorem, wie kann man die Informationen irgendwie so modellieren, dass sie dann verarbeitbar sind. Und das Spannendere, und das ist so ein bisschen der Kern, bei dem es um den es bei mir hier geht, ist die Abstraktion von Merkmalen. Das heißt also, ich möchte ein informatisches System bauen, was zum Beispiel Menschen zusammenbringt, Freundschaften darstellt und Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Dann muss ich natürlich modellieren, was ist ein Mensch, was ist eine Kommunikation, wie können die miteinander in Verbindung treten, gibt es bei einem Menschen zwei Geschlechter zur Auswahl, oder ist es ein Freifeld zum Beispiel? Oder nur, es gibt nur eins, zum Beispiel Eichhörnchen, man kann dann ja und nein klicken oder so. Das sind ja alles Entscheidungen, die sozusagen auf die Modellierung eine Auswirkung haben, wie das System dann verwendet wird. Und diese Abstraktion von Merkmalen, um die mal ein bisschen konkreter zu fassen, also wie man sozusagen das menschliche Verhalten dann modellieren könnte, um informatische Systeme damit zu verwenden. Da gibt es ein schönes Beispiel von Nelson Goodman, Schüler von Whitehead. Der hat Sprachen der Kunst geschrieben, ein Buch über so Symboltheorie, und da geht es so ein bisschen damit, was kann eigentlich abgebildet werden in Modellen. Und er hat so ein schönes Beispiel, wo sozusagen Ethnologinnen und Ethnologen in Papua-Neuguinea unterwegs waren, und dann haben sie halt so ein kleines Foto mit von den Hütten und gehen halt zu der ersten Familie und sagt, was siehst du denn hier auf diesem Stück? Und die sagen so, ha, keine Ahnung, wissen wir nicht, was soll das sein? Ja, das guckt doch mal genau hin, das ist doch eure Hütte. Und dann sagen sie, naja, aber meine Hütte ist doch viel größer. Okay, gehen sie halt zum nächsten, sagen, ja, was ist denn hier auf diesem Foto zu sehen? Und die Größe soll keine Rolle spielen. Ja, keine Ahnung, wissen wir nicht und so weiter. Ja, aber das ist doch deine Hütte. Ja, aber meine Hütte ist doch nicht glatt, sondern aus Holz. Okay, gehen Sie halt zum nächsten. Ja gut, was ist denn hierzu? Sagt dir dieses sozusagen Bild, ne? Aus deiner Sicht ist es kein Bild. Irgendwas, die Größe und das Material soll keine Rolle spielen. Ja, keine Ahnung, die wussten wieder nicht Bescheid. Und dann kam die Aussage eben, na, das ist doch deine Hütte. Und dann sagen sie, ja, aber ich kann doch in meine Hütte reingehen. Das kann ich hier nicht, warum soll das meine Hütte sein? Ne? Also an der Stelle kann man das ein bisschen weiter treiben. Die Erkenntnis daraus war, dass diese Idee der natürlichen Abbildung, damals ging es um Fotografie, dass die
in dem Kontext jetzt den Ethnologinnen und Ethnologen an der Stelle klar war, weil sie aufgewachsen waren, was relevant ist und was nicht. Die Größe bei einem Foto spielt keine Rolle. Das Material spielt auch keine Rolle. Aber was spielt eine Rolle? Wie viele Fenster sind da? Die Farbe spielt eine Rolle und so weiter. Das heißt also, an der Stelle ist es eben gar nicht so einfach, ein richtiges Modell für eine Sache zu finden. Da hängen sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten mit dran, wie man einen gegebenen Sachverhalt modelliert und was ist dann interessiert, was ist interessant oder nicht. Das heißt also, diese Objektivität ist da schon mal gar nicht gegeben. Auch wenn die Ergebnisse von informatischen Systemen meist sehr definiert sind. Der zweite Hinweis oder den zweiten Gedanken darüber, wie man sozusagen Modelle der Welt baut, um sie dann irgendwie zu verarbeiten. Da gibt es ein schönes Gedankenexperiment der farbenblinden Neurobiologin, wo die Frage ist an der Stelle, wenn diese Neurobiologin alles über das Gehirn weiß, was weiß sie über die Rotwahrnehmung? Weil sie selber farbenblind ist. Das heißt also, wie kann man auch quasi Sachverhalte modellieren, in denen man selber nicht zu Hause ist? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn wir irgendwie hier Software-Systeme bauen, die dann in anderen kulturellen Kontexten auch verwendet werden oder Kreisen verwendet werden. Das heißt also, diese Bedeutungsverschiebung von Begriffen oder von sozusagen Sachverhalten, die wir informatisch verarbeiten wollen, hin zu wohldefinierten Modellen, mit denen dann ein Computer, eine Universalmaschine was anfangen kann, das ist echt schwierig. Und die Begriffe, die wir verwenden, um selber in der Informatik damit umzugehen, die sind dann, die Maschine lernt oder sie weiß was oder da hat sie irgendwie ein Symbol erkannt oder den Fußball erkannt oder sie denkt gerade nach, wenn da irgendwie der Warteball gerade ist oder solche Systeme entscheiden etwas oder sie fühlen etwas. Da muss man eben sehr, 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 sehr aufpassen, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Jetzt klingt das alles sehr, sehr weich und sehr, sehr, was machen wir denn jetzt da draus? Es gibt allerdings zwei oder drei aktuelle Richtungen, die da sehr, ganz, sehr, sehr klare Antworten haben. Und das ist so ein bisschen, warum ich das auch die göttliche Informatik genannt habe. Der erste ist der Transhumanismus. Ich gehe nur ganz kurz drauf ein. Der hat halt ganz klare und ganz einfache Antworten. Wir hacken das einfach alles rein und sagen dann, schneller sein ist besser, länger leben ist besser, mehr erinnern ist besser. Ja, sozusagen, also nicht irgendwie, woraus besteht die Hütte oder so, sondern wir definieren es, legen es fest und alle wollen länger leben, alle wollen stärker sein und alle, ne, so die Idee. Und deswegen ist sozusagen diese menschliche Verbesserung, die Frage danach stellt sich natürlich, wenn man das so festsetzt, stellt sich die Frage gar nicht, was heißt denn überhaupt besser und wollen es überhaupt alle? Das vereinfacht so eine Modellierung ganz ungemein, aber dann geht eben auch viel verloren. Künstliche Intelligenz, ich unterscheide jetzt mal nicht zwischen General und Domain-Specific. Es gibt auch für die Modellierungsfragen auch ganz interessante Antworten, zum Beispiel, der Mensch ist ja eine Informationsmaschine und alles ist quantifizierbare Information in endlicher Auflösung, muss man da fairerweise sagen, für die Konsistenz dieser Sichtweise. Und sämtliche Aspekte menschlichen Lebens sind deswegen berechenbar. Das heißt, so ein bisschen von hinten rum definiert zu sagen, also alles, was wir quantifiziert modellieren können, oder andersrum, weil die Welt im Endeffekt aus Informationen besteht, ist alles quantifizierbar und das Quantifizierbare ist mathematisch modellierbar. Und das, was dann, also es gibt ja nichts, was da nicht reinpasst. Deswegen sind diese Modellierungsfragen immer nur so Auswahlmöglichkeiten zwischen A, B und C, aber es ist keine wirkliche Entscheidung an der Stelle. Und diese Sichtweisen beide, die erinnern so ein bisschen an die Kybernetik, die ja vielleicht der eine oder die andere noch so ein bisschen im Kopf hat. Da war so ein bisschen die Überlegung, die gesamte Welt besteht irgendwie aus Regelkreisen. Man kann es auch beschreiben als Mathematisierung der Biologie. Da war so eine Überlegung, wir kennen ja alle so ein Heizungsventil, da stellt man 22 Grad ein und dann ist ein Sensor und wenn es zu heiß ist, dann geht das Ventil zu und wenn es zu kalt ist, dann geht es wieder auf. Und so irgendwann kommt da so ein Equilibrium
Und dieses Bild sollte dann verwendet werden auch für den menschlichen Kreislauf und dann irgendwann auch fürs menschliche Denken. Und das, man merkt schon an der Stelle, dass es auch so geht, so auch in diese Richtung der von mir vorher angesprochenen beiden Herangehensweisen. Hat aber leider keine zufriedenstellenden Erkenntnisse erzeugt, weil im Endeffekt die spannenden Erkenntnisse da gekommen wären, wo die reale Welt zu komplex wird, um in solche Regelkreise hineingepackt zu werden. Das heißt, es sind an der Stelle, kann man sagen, totalitäre Ansätze. Ne? Wir erinnern uns irgendwie, alles ist Information oder alles ist beschreibbar. Das sind totalitäre Modellierungsansätze, die eben eine abschließende Antwort schon bereitstellen. Und naja, alle, die dem widersprechen, sind dann eben Ungläubige oder eben noch Nichtgläubige. Ne? Das ist ja immer so die klassische Herangehensweise. Das heißt, was sie auch gemeinsam haben, das ist eben die Reduktion aufs Berechenbare, zu sagen, alles, was sozusagen berechenbar ist, ist real und das können wir verarbeiten und alles andere blenden wir einfach aus. Oder das gibt es sowieso nicht. Dabei muss man natürlich auch den Unterschied beachten zwischen Genauigkeit und Richtigkeit. Also man kann ja sozusagen sehr genau das Falsche berechnen. Ne? Wenn man sagt, irgendwie das Ergebnis dieser Berechnung ist bis 15 Stellen nach dem Komma, dann kann es ja das falsche Ergebnis sein, aber sehr, sehr genau. Ne? Das muss man dann unterscheiden an der Stelle. Und diese totalitären Ansätze, da ist es meistens so, dass so in letzter Konsequenz dann sozusagen als Beispiel, warum das doch eine sehr schöne Art ist, wie man sozusagen menschliche Sachverhalte modellieren kann, ist dann die Physik, wie die Teilchen sich bewegen und das Gehirn ist ja dann quasi auch eine Zusammenballung von Teilchen und die kann man doch modellieren und in letzter Konsequenz ist das das letztgültige Modell, so klein wie möglich und das kann man irgendwie mit Rechenmaschinen abbilden. Da will ich nur so als kleinen Trüffel mal auf das Dreikörperproblem hinweisen. Dafür haben wir keine Berechnungsvorschrift. Also da kann man sich nur approximativ nähern. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Gemeinsamkeit dieser Ansätze, die sehr, sehr weit verbreitet sind, leider gerade sozusagen in der Technikerinnen- und Technikergemeinde, ist immer die Reduktion. Aber Reduktion nicht im Sinne von, wir haben eine komplexe Welt und ein komplexer Sachverhalt und den reduzieren wir auf Modelle und dann rechnen wir mit diesen Modellen weiter, sondern worüber ich hier spreche, ist die Reduktion des Sachverhalts an sich, damit er ins Modell passt. Das heißt also tatsächlich ein unbewusstes Ausblenden der Grenzen dessen, worüber man spricht. Ich würde das jetzt auch mal so ein bisschen einen Datenfetisch nennen, weil die Dinge, die man dann damit modelliert hat, die sind dann in Daten abbildbar. Und die Komplexität auch wird noch weiter reduziert, indem man dann sagt, ja, wenn man aber informationstechnische Systeme irgendwie zwischen Freunden oder in der Gesellschaft verwendet, dann passt das auch in diese Modelle nicht so richtig rein, mit denen man dann arbeiten will. Also ist es oftmals auch so, dass dann eine Gesellschaft definiert wird als eine Menge von Individuen. Das sind alles Einzelne und dann passt das auch wieder in diese Modelle hinein. Und da klopft dann auch natürlich Ayn Rand mit ihrem Ultraobjektivismus an die Tür. Und diese Vermischung, die lässt sich, ne, wenn es jetzt so ein bisschen flirrend klingt, auch so ein bisschen auf den Nenner bringen, mehr Daten heißt mehr Wissen. Ne, Wissen im Sinne von sozusagen Verbindungen, Verknüpfungen von Informationen, auf die zugegriffen werden kann, mit denen gehandhabt werden kann als Mensch, ne, Wissen an der Stelle, und versus Daten als syntaktisches Vorhandensein dieser Modellierungen. Und an der Stelle ist dann natürlich mehr Daten zu haben schon quasi Selbstzweck, weil das automatisch ja dann auch gleich Wissen ist. Das heißt, das wird dann so zusammen kombiniert. Und wenn man diese Denkweisen, ich weiß nicht, bei wem von euch da jetzt sozusagen sagt, naja, gut, das sehe ich schon so, sozusagen die Welt besteht aus wohl definierbaren Informationen, vielleicht mal Hand hoch für die das glauben, dass in letzter Konsequenz sozusagen alles sozusagen definierte Informationsstrukturen sind und da nichts mehr dazwischen liegt. Ah, okay. Also die Mutigen haben sich gemeldet. Also von denen, die das glauben, meine ich. Das Interessante dabei ist, vielen Dank auf alle Fälle,
zwischen diesen sozusagen aus meiner Sicht reduzierten Datenobjekten verliert dann natürlich so ein menschlicher Nutzungskontext an Farbe. Also wer jetzt nicht ganz weiß, was ich damit meine, der nehme sich mal gerne ein altdeutsches Märchen über eine Dorfgemeinschaft, wie differenziert an der Stelle dann sozusagen die Menschen miteinander interagieren und welche Zeichen da sich gegeben werden, um irgendwelche Gruppenzugehörigkeiten zu zeigen, was man auf ganz viele Arten auch interpretieren kann. Und ja, man kann es so ein bisschen auch nochmal eindampfen. Der Robotiker Hiroshi Ishiguro hat das mal so formuliert, wenn er seine Roboter baut, naja, meistens, wenn er zu Hause ist, ist er so müde, dass er nur auf der Couch sitzt und fernsieht. Das kann ja nur wirklich auch ein Roboter übernehmen. Also für die Kinder ist es ja egal, ob er nicht mit ihnen spielt oder der Roboter nicht mit ihnen spielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer automatisch zusammenpasst, aber wenn eine Weltsicht oder die Weltmodelle so aussehen, dann ist es natürlich sehr einfach, oder wenn die Weltvorstellung so aussieht, dann ist es natürlich sehr einfach, davon ein Modell zu bauen und dazu dann die passenden Maschinen oder Computersysteme. Und ich spreche ja hier auch nicht, das hatte ich ja so ein bisschen in der Einleitung auch angedeutet, über so einfach nur rein philosophische Überlegungen. Diese Technikgläubigkeit, oder ich nenne es Technikgläubigkeit, verbreitet sich auch rasant. Sarah Spiekermann hat das mal sehr schön geschrieben. Die Singularity University in Silicon Valley churns out a class of well-funded, brainwashed entrepreneurs each year to build the technologies needed for the transhumanistic visions. Also es gibt da auch viel Geld. Und diese Denkweisen werden auch gut dotiert, sozusagen in existierende Software-Systeme auch gegossen, die dann auch ihre sozusagen gesellschaftsbringende Wirkung entfalten. Jetzt, okay, vielleicht ein bisschen weniger martialisch und weniger sozusagen kritisches Beispiel, aber nur mal ich springe jetzt in dem Kontext, um vielleicht die Parallelen so ein bisschen klarzustellen. Die Blockchain-Technologie an sich als konkrete Technik, die ja von sich selber sagt, sie wäre ein Trustless Ledger, also sozusagen so eine allgemeine Datenbank, die sozusagen von allen betrachtet werden kann und wo es keine zentralen Autoritäten gibt, denen man irgendwie trauen muss. Aktuell scheint es die Lösung für alles zu sein, von Microsoft bis hin zu Banken forschen daran. Die Überlegung ist dann immer, das kann man für Wahlsysteme, für Währungen, Smart Contracts und Märkte verwenden. Sehr schön habe ich gefunden, so einen kleinen Chart, wo man überlegen kann, ist das, was man eigentlich machen möchte, was man modellieren möchte, ist dafür irgendwie eine Blockchain überhaupt gedacht? Oder ist es nicht einfach mit einer normalen Datenbank auch getan? Also das ist dann für den, weil, jetzt komme ich wieder auf den Punkt vorher zurück, die interessante Frage ist ja an der Stelle, damit ich irgendwie mit der Blockchain gut arbeite und das alles sozusagen dieser Trust tatsächlich verteilt ist, dann muss ich auch irgendwie sicherstellen, dass die mitarbeitenden Systeme und die Rechner alle ungefähr gleich stark sind. Weil wie wir es ja zum Beispiel bei Bitcoin aktuell sehen, wenn sozusagen eine Firma in einem Land zum Beispiel einfach sehr, sehr große, sehr starke Systeme hat, dann können die natürlich auch bestimmen, sozusagen, wo es lang geht. Und das ist dann natürlich dann eben nicht mehr dezentral. Also wäre die Frage, hat sich das Vertrauen bei solchen Technologien, das kann man nachher noch diskutieren, nicht einfach nur aus der technischen Sphäre, sozusagen diese Vertrauen oder Vertrauenslosigkeit aus der technischen Sphäre herausbewegt durch diese Technologie und ist jetzt aber woanders vorhanden? Also dieser Trustless Ledger bezieht sich auf die Technologie, aber welchen Akteuren muss dann auf welche andere Art vertraut werden? Und das liegt dann vielleicht eben außerhalb der technischen Betrachtung, aber deswegen ist es eben nicht weg. Deswegen stellen sich die Fragen, wer kontrolliert die Maschinen, wie stark sind sie und so weiter. Okay, dann komme ich jetzt mal zum Exkurs des Wirtschaftens. Da weiß ich jetzt schon, im Raum gibt es ein paar, denen sich gleich auch die Fußnägel hochrollen, aber das ist auch ganz okay so. Ich rede mal kurz über den Neoliberalismus.
Das ist eine schöne Einleitung, oder? Also im letzten Jahrhundert, im Wettkampf der Wirtschaftssysteme, kann man so ein bisschen sagen, vom Kommunismus bis zum Ultralibertarismus, nenne ich jetzt gerade mal, würde ich jetzt mal ganz kurz rausgreifen und gleich wird hoffentlich auch klar, warum, den Neoliberalismus. Ich betrachte das so im Geschmack der Chicago Boys in Chile unter Pinochet und so ein bisschen in abgeschwächter Form so Thatcher in Großbritannien, so ab den 70ern, nachdem so Bretton Woods irgendwie so abgeschmiert ist, sozusagen die Dollarbindung von globalen Währungen in einem Fiatgeld. Was ich damit meine, wir können den Begriff auch dann ändern, gerne ist sozusagen Austerität und Privatisierung als Eigenschaft und eine Unterordnung aller Lebensbereiche in eine Wirtschaftsorientierung. Außerdem spielt da eine Rolle Individualisierung, insbesondere von Verantwortung, ne? Also jeder ist ihres Glückes Schmied. Und als Psychologie dieser handelnden Individuen wird dann verwendet sowas wie Spieltheorie und Rational Choice Ansätze. So eine Mischung aus Reizreaktionstheorien, Anreize und Gelegenheiten. Das heißt, der Mensch reagiert darauf und handelt sozusagen rational in diesen Spannungsfeldern. Und der einen oder der anderen merkt an der Stelle schon, da gibt's so Parallelen zu dieser informatischen Sichtweise, sozusagen wie Menschen reagieren, warum sie reagieren und wie man sie dann auch eben steuern oder kontrollieren kann. Oder nudgen, also locken. Konkrete Vorhaben war in dem Beispiel jetzt, das ist jetzt hauptsächlich aus Chile, hauptsächlich Chile, aber das hat sich dann in den 80ern auch sozusagen weltweit sehr weit ausgebreitet, dieses Staats- und Wirtschaftsverständnis. Da ging es, gerade unter Pinochet wurde das halt radikal umgesetzt, deswegen galt das so ein bisschen als Labor des Neoliberalismus. Privatisierung des Gesundheitssystems, Privatisierung des Rentensystems, staatliche Umlage finanziert hin zu Privatkapital gedeckt. Das sehen wir auch hierzulande so ein bisschen am Kommen. Privatisierung des Schulsystems wurde durchgesetzt und Erschwerung von gewerkschaftlicher Arbeit. Insbesondere in Chile wurden dann gewerkschaftliche Organisationen verboten. Deregulation von Banken und dem Finanzmarkt allgemein und gerade sowas wie Steuersenkungen für Unternehmen, um mehr Investitionen anzulocken. Das Resultat war an der Stelle dann, dass die Wirtschaftsleistungen nominal sozusagen stiegen, aber die Mittelschicht zum Beispiel reduziert wurde, Arm- und Reichspreizung zunahmen, Arbeitslosigkeit insbesondere in Chile jetzt anstieg. Kann man natürlich auch nochmal drüber sprechen, was gilt als Arbeitslosigkeit und was nicht. Der allgemeine Gesundheitsstand sank, die staatlichen Ausgaben ging stark zurück durch die Kürzung der Sozialsysteme und die staatlichen Einnahmen insgesamt, die gingen natürlich auch zurück durch die Steuersenkungen. Das heißt, und das ist auch eine Entwicklung, die teilweise in Deutschland in Ansätzen erkennbar ist, in anderen Ländern viel mehr, kann man so sagen. Interessant ist es vielleicht als politische Nebenbedeutung, Nebenbemerkung, in Großbritannien und USA wird sozusagen Widerstand dagegen auch merkbar, ne? Sowas wie irgendwie Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn, so, die ja quasi gerade so sehr links einschwenken. Warum erzähle ich das aber eigentlich gerade? Es geht um die unheilige Allianz, denn jetzt haben wir sozusagen diese bisschen vereinfachten Weltsichten, die ich vorhin genannt habe, mit so einer sozusagen verheißungsvollen, endlich die Antworten auf komplexe Fragen. Und das zusammentreffend mit finanzschwachen öffentlichen Händen, mit sozusagen einer finanzschwachen öffentlichen Hand. Wir haben gerade eben ganz kurz gehört über sozusagen die Ausgaben und Eingaben, Einnahmenreduzierungen, sodass dann so eine halbverstandene Datenlösungen, die mit so einer schönen alles neu und alles gut Ideologie gewürzt sind, dann eben schnelle Erfolge versprechen. Das heißt also, man hat ja auch sozusagen viel im Portfolio, wenn man sich anschaut, irgendwie die weltgrößte Zimmervermietung hat selber gar keine Zimmer, irgendwie die weltgrößte Taxiunternehmen hat gar keine Taxis und die sozusagen digital etablierten zählen ja auch zu den wertvollsten Unternehmen, also die können ja so falsch nicht liegen. Das heißt also, diese ökonomischen Randbedingungen, die ich gerade so ein bisschen extremer beschrieben habe, die passen in gewissem Maße genau zusammen mit dieser informatischen Sichtweise zu sagen, erstens teilen wir diese vereinfachten Weltbilder und zweitens haben wir da Lösungen, haben wir für diese Probleme, die es da so gibt, entsprechende Lösungen.
Man könnte es ein bisschen rauer auch die Silicon Valley-Ideologie nennen. Und das ist sozusagen, man kann ja auch ein Produkt besser verkaufen, wenn man noch ein schönes Lebensgefühl dazu packt. Ne? Das hat ja Harley Davidson mal gesagt, bei uns kauft man ein Lebensgefühl und dann gibt es ein Motorrad kostenlos dazu. Sozusagen die Aussage hier ist immer, es ist die digitale Revolution jetzt gerade und seid mit dabei. Die alten Industrien haben ausgedient und jetzt disrupt everything, auch den Sozialstaat, Klammer zu. Und to make the world a better place, wer will da nicht dabei sein? Die Frage, die sich natürlich stellt, mit klammen Kassen der öffentlichen Hand, a better place, die Welt wird also besser, wie besser wird sie denn und was genau wird besser und für wen? Weil interessant ist es schon, dass da nicht gesagt wird, naja, wir wollen einfach nur informatische Systeme bauen, die irgendwie gut ihre Arbeit tun, sondern dass man diesen Pathos mit dazu haben will. Das ist schon interessant, sozusagen diese Betrachtung der besseren Welt, denn Moment, da haben wir's. Denn die Frage verweist ja irgendwie, wenn man sagt, wir wollen ja irgendwie eine bessere Welt, wir wollen eine bessere Welt haben, irgendwie zeigt es ja schon auf eine ganz relevante Frage, nämlich wie wollen wir eigentlich leben? Also man könnte jetzt, wenn man manchmal, ich ketzerisch sage jetzt mal, da das Ohr ans Silicon Valley legt, hören, die Frage ist, wie wollen wir Tische im Restaurant bestellen? Aber eigentlich zeigt die Frage ja darauf hin, wie wollen wir mit Armut, Ungleichheit und Hunger umgehen? Hunger natürlich nicht. Ist es noch ist es der Hunger? Genau. Also wie gehen wir damit um, wenn alle Hunger, genau. Bei Hunger und Hunger ist es auf alle Fälle so, dass es dafür eine App gibt. Das ist ja immer so das Klassische. Ne? So. Die Frage ist aber so ein bisschen, wenn man in diesen technischen Sichtweisen so navigiert, da scheint es mir zumindest oftmals so, dass man sagt, welches Problem passt denn zu unserer Lösung hier? Wir haben hier was Schönes gebaut, jetzt ist das Internet hier oder so, was für ein Problem passt denn jetzt dazu, was können wir denn da lösen? Und es ist sogar gar nicht so abwegig, das so ketzerisch zu formulieren, denn ich weiß nicht, wer von euch mal was von Uber Hop oder Lyft Shuttle gehört hat, das sind ja beides so eine wie Taxiunternehmen und die hatten dann großartige Ideen zu sagen, na, man könnte ja mal ein bisschen größere Autos nehmen und die muss man nicht rufen, sondern die fahren auf festen Routen und dann kann man da einsteigen und total günstig mit anderen zusammenfahren, also als würde man sich ein Taxi teilen und der Rest der Welt dachte so, ach Bus, ja. Also, ne, da... Also es war jedenfalls ein sehr erhellender Moment, als Silicon Valley dann den öffentlichen Personennahverkehr erfunden hat. Aber der Witz ist, es funktioniert ja irgendwie wirtschaftlich. Ne? Also Google, Facebook, Amazon durchdringen unseren Alltag mit den Ideen. Sind natürlich nicht alles unsinnige Ideen, will ich nicht gesagt haben. Aber warum es für uns jetzt relevant ist, dass Startups mit diesem Weltbild, was ich vorhin beschrieben habe, auf gewichtige Geldgeber treffen, und dann auch noch gewisser wirtschaftlicher oder so wirtschaftspolitischer Unterstützung. Und dann diese Weltbilder auch sozusagen finanzstark in die Welt und auch hierhin hintragen. Ne? Also da gibt es ja auch, wenn es darum geht, zum Beispiel deutsches Recht zu erfüllen, dann werden halt Nazi-Kreuze verpixelt. Aber ich warte eigentlich mal auf den Aufschrei, wann deutsche Facebook-Userinnen und User ihr Recht auf Nippel einfordern. Weil die Frage ist ja nicht, was wird verboten, sondern was wird eigentlich was wird ausgeblendet, obwohl es hier erlaubt wäre. Ne, das kann man ja auch mal andersrum sehen. Damit will ich nicht zitiert werden. Jedenfalls, die Beschreibung, es gibt so bestimmte Theoretiker, die sozusagen Silicon Valley so ein bisschen als Useful Idiots bezeichnen, die selber denken, sie bauen an was Wichtigem mit, sind aber eigentlich sozusagen die Türöffner für ganz andere dahinterstehende Geldgeber. Nämlich auch zum Beispiel wie Versicherungen, Autohersteller und so weiter. Und da fragt man sich dann, was von dem Disrupt noch übrig bleibt. Das heißt aber im Endeffekt, die öffentlichen Stellen übernehmen bestimmte Produkte, die eigentlich für eine kommerzielle Nutzung gedacht worden sind. Und das ist ja ganz praktisch, weil Erfolg dort quantifizierbar ist.
Und das hat dann irgendwie eine eigene Logik. Die öffentliche Hand funktioniert ja ein bisschen anders. Von Kommunikationsinfrastruktur, ne, irgendwie, wenn das ZDF bestimmte Dinge einfach bei YouTube speichert, weil sie selber nicht die eigene Infrastruktur haben, dann kauft man sich damit eben diese Rechte und Beschränkungen eben ein. Über ÖPNV bis hin zur Stadtplanung. Also in Toronto wird jetzt ein Stadtteil zum Beispiel von Google Sidewalk Labs entwickelt. Gesundheitssystemoptimierung bis Verbesserung der Altenpflege, das reicht so, je nachdem, wo man auf der Welt hinguckt. Und viel ist davon sogar günstig bis kostenlos, weil das natürlich sehr viel Daten generiert, über die die Unternehmen dann sehr, sehr froh sind. City as a Service fand ich einen sehr schönen Spruch an der Stelle. Okay. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Politik so ein bisschen faul wird mit der Komplexität der Probleme, und die sind vielleicht auch noch global und wir kriegen die alle nicht gelöst und jetzt kommt da jemand und dann könnte man das ja einfach mal probieren und die leeren Kassen sind sowieso da. Also es passt so ein bisschen alles zusammen. Und auch Geheimdienste sitzen ja einer gewissen Logik auf, zu sagen, es ist sozusagen, die Weltlage verschlimmert sich, wir brauchen einfach noch mehr Daten. Selber aber die Leute, die tatsächlich an diesen Daten dann arbeiten und daraus sinnvolle Informationen generieren müssen, nämlich Wissen, die sagen selber, wir ertrinken, wir brauchen nicht noch mehr, aber das hält niemanden auf. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal drüber. So, und naja, bei dieser immer engeren Verzahnung stellen sich natürlich bestimmte Fragen, weil Unternehmen, die man so eng dann in den öffentlichen Raum hineinlässt, müssen dann bestimmte Eigenschaften erfüllen, was sie meistens nicht tun. Unternehmen funktionieren eben nicht demokratisch. Also sie haben bestimmte interne Abläufe, eigene Dynamiken. Also, ne, wenn irgendwie Waze, das ist so ein Routing-Dienst, wenn der sagt, naja, also wir da ist gerade eine Baustelle, wir routen jetzt mal hier, weil unserem Stadtplan gemäß sieht das sehr gut aus, und dann sind es aber irgendwelche Kleinstraßen, die da gar nicht dafür gedacht waren und auch dadurch dann kaputt gehen und so weiter. Da treffen dann verschiedene Motivationen aufeinander, nämlich wie sozusagen eine öffentliche Politik und vielleicht menschliche Selbstverwaltung der Stadtteile und so sich das gedacht hat und wie eine Firma gedacht hat, was das Beste wäre. Und dann ist die Frage, wer hat da die Durchsetzungsmacht? Okay. Und bei dieser Übermacht von solchen Firmen, die man sich für so öffentliche Aufgaben holt, ist natürlich die Frage, wie geht man damit jetzt irgendwie um? Also geht man es weiter? Was sind die Folgen? Und da kommen wir jetzt natürlich zur Rolle der Politik. Wenn wir jetzt mal zur göttlichen Informatik zurückkehren und fragen, was kann die Informatik oder vielleicht auch wovor hat man irgendwie Angst? Wofür hat man vielleicht irgendwie Angst? Würde ich zum Beispiel sagen, hat man Angst vor einer KI oder hat man Angst vor Unternehmen, die mit KI ihre eigenen Ziele durchsetzen? Jetzt merkt man nämlich, wenn man diese Dinge, die ich vorhin gesagt habe, wenn man die mal darauf anwendet, was sozusagen rutscht uns die Kontrolle aus der Hand? Ist es die Kontrolle über Technik, die uns aus der Hand rutscht? Oder ist es die Kontrolle über Organisationen, die Technik einsetzen? Und dann passt das damit nämlich schon wieder ganz anders zusammen. Und dann kann man darüber anders nachdenken. Und jetzt schließt sich so langsam der Kreis, sowas wie Spiele oder Wirtschaft sind sehr schön zu modellieren, weil da klar ist, was ist das Gute? Gewonnen, verloren, Wirtschaft irgendwie, Gewinn, Profit, Verlust, AB-Test, das kann man ganz klar mit Kriterien belegen. Aber sowas wie soziale Einbindung, Akzeptanz, Offenheit, Transparenz oder Grundrechtsanhaltung, da ist es plötzlich sehr, sehr schwierig, da zu sagen, wurde das jetzt eingehalten oder nicht? Das ist, da kann man Systeme sehr, 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 sehr komplex nur drauf optimieren oder daraufhin sozusagen ausrichten. Das sehen wir auch gerade in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung. Genau. Ja, und der Sinn von Politik besteht ja gerade darin, irgendwie Optionen zu haben, Entscheidungen zu treffen, Verantwortlichkeiten zu klären und vor allem sie auch zu diskutieren. Das heißt also, es geht auch darum, diese Systeme, die wir benutzen wollen, über das Design zu sprechen, nicht nur über die Ergebnisse. Das heißt also,
wenn wir sagen, Moment, da haben wir es. So. Wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel Schwächere schützen, dann ist es sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr komplex an der Stelle, das zu definieren und auch vor allem damit umzugehen, dass Systeme dann eben auch ineffizient werden, weil man alle mitnehmen möchte, weil man eben nicht der reinen Effizienz und dem reinen Gewinn nach das designen kann. Das heißt also, an der Stelle muss sich eben auch die Informatik damit beschäftigen, dass ihre Systeme aktiv, dass sozusagen die Anforderungen an die Systeme mit Absicht mal ineffizient gestaltet werden, damit irgendwie Macht verteilt wird, die ja immer vorhanden ist, dass sie zum Beispiel sozusagen nicht menschen- oder gesellschaftsfeindlich konstruiert wird. Das heißt, es geht nicht darum, bei so einer Position, wenn ich so sozusagen die Grenzen der Technik beschreibe, dass man sich irgendwie technikfeindlich verhält, sondern darum, dass die Technik sozusagen der Gesellschaft und den Menschen dient an der Stelle. So. Das heißt also, informatisch gesprochen, die Requirements sind die gesellschaftlichen Werte, gern auch effizient, aber das ist dann zweitrangig. Und als allerletzten Punkt will ich nur sagen, es gibt auch positive Beispiele, weil ich das jetzt so ein bisschen auf groß aufgezogen habe. Wer sich das mal anschauen will, zum Beispiel wie gerade die Smart City Strategie in Barcelona funktioniert, die ist hochpartizipativ, emanzipatorisch, das heißt also, die Systeme bleiben unter Kontrolle der Betroffenen und dadurch, dass die Systeme auch von der Stadt selber betrieben werden, gibt es eben auch keine Betriebsgeheimnisse und derartige Dinge, das kann man mal sehr schön nachschauen. GNU Thaler ist Experimentierstadium, ich nenne es deswegen, weil das eine anonyme Bezahlweise ist, die aber sagt, wer bezahlt, bleibt anonym, aber der Händler oder die Händlerin, die eine Zahlung entgegennimmt, kann kryptografisch beweisen, dass es diese Zahlung gegeben hat. Das heißt, es kann auch besteuert werden. Das heißt, es ist so ein Gegenkonzept zu diesen sozusagen Cypherpunks. Wir wollen gar keinen Staat. Also es gibt sozusagen auch diese Ansätze. Oder ich nenne es mal ganz schön, fragt den Staat oder verklagt den Staat. So ein kritisch verwendetes Einklagen von Rechten. Was aber, wenn man sich anschaut, wie sich die Macherinnen und Macher mit dem Thema beschäftigen, die immer mitreflektieren, welche Machtverhältnisse gibt es da? Wie wollen wir die thematisieren? Diese Reflexion, die hebt dann sozusagen, senkt die Informatik von diesem göttlichen Alleslösen hin zu einem sehr mundänen, aber dann auch sehr fruchtbaren Werkzeug. Vielen Dank. So, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit für Fragen. Wenn ihr unbedingt gehen müsst, dann geht bitte leise und versucht nicht vor den Kameras zu laufen. Und ansonsten, 13 Minuten habt ihr noch Zeit. Sitzen bleiben, Fragen überlegen, Fragen. Ihr kennt das Spiel, wir haben 4 Mikrofone. Einfach anstellen, ich rufe euch dann auf. Und im Internet haben wir auch Fragen. Und wir fangen jetzt direkt mal an mit einer Frage aus der Quelle Internet. Die Frage ist, ob und inwieweit Simulationsmodelle eine Basis für politische Entscheidungen wären. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hängt so ein bisschen davon ab, was da simuliert wird. Also es gibt ja ganz viele sozusagen sozialwissenschaftliche Modelle, die im Endeffekt dann so auf sozusagen die Interaktion zwischen Menschen, wen guckt man denn an, wenn eine Frage aus dem Internet kommt? Das Internet. Okay, gut. Sozusagen, die dann die einzelnen Menschen so ein bisschen physikalisch modellieren und die Interaktion. Da würde man an der Stelle jetzt sehen, das ist wieder zu kurz gegriffen. An der Stelle würde ich sagen, als Informatiker, ich würde mal mit Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern sprechen, was sie dazu sagen, zu meinen Methoden und mit denen zusammenarbeiten, was sie sagen, was sind denn für ihre Betrachtung adäquate Modelle? Das heißt also, an der Stelle erstmal mit denen sprechen, die sich damit beschäftigen, um nicht dann diese gleichen Fehler nochmal zu machen. Das ist vielleicht sozusagen der Hinweis. Bisschen unbefriedigend vielleicht, aber das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Mikrofon 4, stehst du an oder guckst du auf dein Handy? Beides, aber okay. Ich kann auch schon mit einer Frage beginnen. Ja, fang an. Also,
So nerdbedingt bin ich auch so ein bisschen Asimov-Fan. Da gibt's so diese drei Robotergesetze. Du hast davon gesprochen, wie sich Maschinenlogik und biologische Logik nicht komplett miteinander vereinbaren und vereinbaren lassen und vertragen. Ich gehe da mit. Es gibt aber auch systemtheoretische Ansätze, mit denen sich Psychologie sehr gut beschreiben lässt und auch psychologische Interventionen machen lassen, um zum Beispiel in der Psychotherapie und Organisationspsychologie weiterzukommen. Also wenn sozusagen der Mensch als System von Persönlichkeitsanteilen verstanden wird oder eine Organisation als System verschiedener Stakeholder begriffen werden. Also ich gehe aber mit, dass diese Atomisierung kontraproduktiv ist für irgendwie eine coole Gesellschaftsentwicklung. Jetzt die Frage. Ich bin gespannt, ja. Wie siehst du das und welche Ansätze? Ach so, ja, welche, ja. Moment. Welche Ansätze dessen, dass man Kybernetik quasi in der Gesamtschau einerseits Biologie und andererseits Technologie betrachtet, welches davon findest du trotzdem noch produktiv? Ich fand die Anfangsbemerkung, auch wenn ich mitgelacht habe, trotzdem sehr, 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 sehr spannend und hätte auch reagiert, wenn da jetzt keine Frage mehr gekommen wäre. Ich glaube, der wesentliche Punkt dabei ist, immer zu fragen, was möchte ich mit diesem Modell gerade bezwecken, die dann anzuwenden, wenn es zum Beispiel in der Psychotherapie funktioniert, auch nach den Regeln der Psychologie, dann ist daran ja nichts falsch. Es geht an der Stelle, so wie ich es beschrieben habe, ging es darum zu sagen, das funktioniert doch da, also benutzen wir das jetzt nicht überall, aber auch bei den Sachen, die so ähnlich sind, ohne nochmal zurückzuchecken. Also an der Stelle geht es so ein bisschen auch darum zu sagen, wir benutzen die Modelle und behalten aber im Hinterkopf, dass es Modelle sind. Und wenn es wenn es da hakt oder auch die ganze Zeit sind wir in so einer kritischen Feedback-Schleife zu gucken, ist das Modell noch adäquat oder ist es nicht adäquat? Und wenn es nicht adäquat ist, dann kann vielleicht doch die Erkenntnis reifen, dass es für die Sache, die man gerade modellieren will, kein adäquates Modell gibt. Das ist eine mögliche Antwort. Und mir geht es so ein bisschen darum, das immer noch offen zu haben und stehen zu lassen und nicht zu sagen, ah super, das ist doch jetzt das Perfekte und damit ist die Totalität dann erledigt. Und mit dieser Totalität ist die Frage dann endlich erledigt, ne, diese komplexen. In Bezug auf die Kybernetik, ich glaube, das kann man so allgemein gar nicht sagen. Das müsste man jetzt sozusagen konkret auf eine Situation beziehen, glaube ich. Wenn ich die Frage so richtig verstanden habe, das ist so ein bisschen so ein Plädoyer dafür, dass man diese Anforderungen dann immer kritisch reflektiert und dann konkret darauf verwendet und nicht so one size fits all. Ja. Okay, ich hoffe, das war. So, Mikrofon Nummer 1, bitte. Ja. Naja, also ich hatte, das ist laut, gewisse Probleme mit deinem Vortrag, weil du wirklich extremst vieles reingepresst hast, von Philosophie, früheren Beispielen, Ökonomie, also dass er wirklich alles irgendwie reingebracht. Und dabei hat mir so ein bisschen der eine Punkt gefehlt. Und vor allem hatte ich mir ehrlich gesagt erhofft, also so wie der Vortrag angekündigt war, dass vielleicht was dazu kommt, dass du dich ein bisschen mehr darauf fokussiert hättest, was denn genau die Grenzen der Technik jetzt eigentlich sind. Beziehungsweise die Grenzen der Informatik, weil du hast ja selbst gesagt, es ist eine Mischwissenschaft, die in alle anderen Wissenschaften mit eingreift. Das heißt, geht es eher darum, ist Wissenschaft generell begrenzt, was kann sie nicht? Und da hast du vielleicht ein bisschen was jetzt zu Bewusstsein gesagt, wir können kein Bewusstsein modellieren, aber es geht doch letzten Endes darum, dass sich viele hinstellen und von Superintelligence sprechen und das sehr seriöse Wissenschaftler sind, die sagen, 25 Jahre, dann haben wir das. Ja. Und also, was ist damit? Also ich meine, relativierst du nicht ein bisschen die tatsächlichen Gefahren, die es trotz allem gibt, mit so einer Art von Vortrag? Mhm. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also erstens die Superintelligenz, dass die in 25 Jahren kommt, das ist ja seit 50 Jahren schon so. Ich würde es nicht relativieren an der Stelle. Die Grenzen, die ich versucht habe zu beschreiben, sind die hängen daran,
inwiefern man die Sachverhalte, die man bearbeiten will, mathematisch beschreiben kann. Wenn es darum geht, wie schnell fährt ein Auto, dann kann man das tun. Wenn es darum geht, mit AB-Tests Umsätze zu messen, dann kann ich das tun. Wenn ich Klickraten messen will, dann kann ich das auch tun. Wenn ich allerdings Kundenzufriedenheit messen will, dann muss ich kritisch darüber nachdenken, ob die 5 Sterne, die man da geklickt hat, ob das tatsächlich die Kundenzufriedenheit ist, die ich da gerade messe, oder ob ich tatsächlich gemessen habe, wie oft Leute auf 5 Sterne klicken. Das kann ja auch sein, ist mir völlig egal, ich klicke 5 Sterne, weil dann das Fenster am schnellsten zugeht auf meinem Rechner. Keine Ahnung. Also sozusagen diese kritische Distanz an der Stelle, sozusagen, das wäre die Grenze, meiner Ansicht nach die Grenze der Informatik, wo man sich fragt, gibt es da Entscheidungen, was Optimierungskriterien sind oder was kommt ins Modell rein und was kommt nicht ins Modell? Und da würde ich sozusagen die Grenze ziehen, weil die Informatik tatsächlich ist es halt eine mathematische Wissenschaft an der Stelle. Und zu dem zweiten Punkt, ich hatte, das war genau, also danke für die Frage, genau der Grund, finde ich es schnell genug. Warum? Nee, finde ich nicht schnell genug. Doch, warum ich auf dieser Folie, die ganz oben, schade, ist nicht Folie 42, Angst vor der KI oder Angst vor Unternehmen, die mit KI ihre Ziele durchsetzen. Was ich damit sagen wollte, ich habe überhaupt keine Angst, also wenn ich die Frage richtig verstehe, davor, dass sich da irgendwas selbstständig macht. Oder dass sozusagen die Superintelligenz, tatsächlich habe ich da habe ich nach allem, was ich über Digitalcomputer weiß, habe ich sozusagen, diese Möglichkeit besteht immer, aber ich sehe für diese Annahme aktuell einfach keine Gründe, das zu glauben. Es ist so ein bisschen, ich frage in so einer Diskussion öfters mal, okay, ich habe jetzt verstanden, da bald kommt die Superintelligenz, aber was sind denn jetzt richtige Anzeichen, dass da passiert? Wenn man sich zum Beispiel die KI-Forschung anschaut, die Hardware-Verbesserung, das ist ganz viel exponentiell, aber die Erkennungsraten und sozusagen die Möglichkeiten von KIs jeglicher Form, wachsen immer linear. Das heißt, man muss da ganz genau hinschauen, was wird da eigentlich gemessen? Und die klassischen Argumentationen sind, wir stehen kurz vor dem Punkt, wo es richtig hoch geht. Und auch Ray Kurzweil sagt, auch die darin arbeiten, werden nicht wissen, wann es passiert, aber es wird bald passieren. Wenn mir jemand dafür keine Anzeichen präsentiert, warum die Person das glaubt, dann ist es genau das ein Glaube. Also ich lasse mich sehr gerne überzeugen davon, dass es bald soweit ist. Aber bis zu dem Punkt habe ich eher Sorge davor, dass Unternehmen Technik verwenden, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Und das ist aber eine ganz klassische politische Frage. Das ist keine technische Frage und das ist auch keine mystische Frage. Das haben wir ganz oft schon gehabt mit Sklaverei, mit Kinderarbeit und so weiter, wo irgendwann mal gesagt hat, jetzt ist aber Schluss, zumindest hier. So. Bald ist hier auch Schluss. So, einmal das Internet bitte. Ist geplant, die wichtigsten Erkenntnisse der Kybernetik doch noch aufzugreifen in Bezug auf polykontextuale Logik? Nochmal bitte. Was heißt nochmal darauf zuzugreifen? Den Kontext habe ich jetzt nicht verstanden. Ist geplant, die wichtigsten Erkenntnisse der Kybernetik doch noch aufzugreifen in Bezug auf polykontextuale Logik? Also, da stecke ich jetzt nicht ganz tief drin, aber da würde ich auch sagen, wenn es dafür adäquate Modelle gibt, für das, was man da modellieren will, dann kann man das machen. Aber in dem Kontext, wie ich jetzt hier sozusagen den Einsatz der Informatik beschrieben habe, kann es auch wieder für Einzellösungen nur funktionieren. Aber nicht in diesem, wenn wir das auf alles anwenden, dann wird alles besser. So, gut, das habe ich jetzt ein bisschen allgemeiner zusammengefasst. Nummer 4 bitte. Ja, hallo, danke für den Talk. Und ich komme jetzt gerade so ein bisschen aus dem Konstruktiven und versuche ein bisschen zu überlegen, was kann man denn machen? Und überlege, durch den Vortrag hat sich durchgezogen der Begriff Macht irgendwie für mich. Und Macht kann ja auch heißen, dass alle das Gefühl haben, dass sie sich frei entscheiden und dennoch eine gewisse Macht ausgeübt wird. Und deswegen die Frage an dich.
Erstens, kennst du Betrachtungen, die informatische Systeme oder deren Konzeption und Verwaltung von diesem Blickwinkel her betrachten? Beziehungsweise hältst du es für eine richtige Herangehensweise daran? Mhm. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Tatsächlich gibt es diese Prinzipien ja an der Stelle, ne? So, deswegen habe ich das ja da genannt. Es gibt so kleine Projekte oder größere Projekte, die genau diese Fragen sich stellen. Das hat mal jemand auch zum Beispiel, Christian Kühner hat das mal herrschaftsfreie kooperative Systeme genannt, wo so ein bisschen die Frage war, wie kann man in so ein System, gerade bei Peer-to-Peer-Systemen, wird das ja oft mit den Designentscheidungen mit einfließen gelassen, dass sich sozusagen diese Machtverteilung in die Hardware, in die Software einschreiben lässt und dann aber auch nicht durch andere Entscheidungen wieder rausgenommen werden kann. Das heißt, das sind auf alle Fälle Systeme, die das aktiv mitdenken. Das Wesentliche dabei ist immer nur, das muss immer meiner Ansicht nach in so einem politischen Kontext auch sein, wo dann auch verstehbar ist, was da passiert und teilweise auch regulierend meiner Ansicht nach vielleicht eingegriffen werden kann. Ich denke da gerade das müsste man wahrscheinlich vom Anwendungsfall abhängig machen. Aber grundsätzlich die Richtung ist auf alle Fälle sowas wie Peer-to-Peer-Systeme. Wäre jetzt erstmal meine erste Antwort. Oder eben sowas wie Gutala was sagt, von der einen Richtung kann man das überprüfen, von der anderen Richtung kann man es nicht überprüfen. Also es definitiv wird das in allerlei Softwareprojekten auch mitgedacht, ja. So, das war's. Einen Applaus für Rainer, bitte. Dankeschön.